Aus dem kleinen Schneckenkind Willi ist innerhalb von 6 Wochen ein wahres Prachtexemplar von Grundschnecke geworden. Der Junge kann sich wirklich sehen lassen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Tieren halten Grundschnecken einen Sommerschlaf von Mitte März bis Mitte September. Woher Willi so genau wusste, wann er einschlafen muss, ist völlig unklar. Am 12. März hat er sich einen ganz dicken Kalkdeckel gebastelt. Wir hatten uns schon Sorgen gemacht, ob er da wohl aus eigener Kraft wieder herauskommt. Doch dann, exakt 6 Monate später, nachts um 1, tut sich auf einmal etwas. Es ist dem Zufall zu verdanken, dass wir das zu sehen bekommen. Denn wie die meisten Schnecken ist auch Willi nachtaktiv. Es dauert eine ganze Weile, bis er draußen ist. Der Kalkdeckel dient nicht nur als Türe, sondern auch als Stärkung. Willi hat im letzten halben Jahr ganz schön abgenommen. Das ist ja auch kein Wunder, denn er hat ja weder Nahrung noch Wasser zu sich genommen. Willi futtert erstmal einen Teil von dem Kalkdeckel weg. Das hat die Natur so vorgesehen, damit er nach dem Aufwachen nicht erst lange suchen muss. Viel braucht er aber nicht davon und im Gegensatz zur Natur liegt im Terrarium alles, was das Schneckenherz begehrt, in Reichweite. Hier schiebt er das Ding noch ein bisschen zur Seite und wendet sich dem Salat zu. Doch schon nach wenigen Millimetern merkt er, dass er doch noch ziemlich müde ist. Er dreht sich lieber noch einmal um und schläft noch ein bisschen weiter. Es ist ja auch noch gar nicht sicher, ob der Sommer tatsächlich schon ganz vorbei ist.